Heyo und willkommen zu einer weiteren Runde DBD als Killer. Ich habe wieder Dailies, deswegen gibt es gewisse Killer. Wir spielen einmal Legion. Wir müssen vier Leute stabben. Stabbity Step Step. Und einmal mit der Pyramid Head vier Leute wegschicken. Erstes kriegen wir easy hin. Zweiteres schwierig. Oder ich hoffe zumindest, dass ersteres easy wird. Ich habe keine Lust, dass das. Quietsch. Ah, oh, ist immer schön, der Stuhl quietscht, ey. Okay, das. Ja, komm. So, was haben wir hier? Toolbox. Medpack, Medpack. Und fucking David hat keine Lust, irgendwas mitzunehmen. Der hat bestimmt das Offering mit, Alter. Im Moment ist bei DBD so ein bisschen Weihnachtsaktion. Also zumindest kann ich mir das so erklären oder so Adventskalendermäßig. Oh ja, moin. Was ist hier? Increases luck of all survivors. Slightly increase luck. Irgendwas mit. Irgendwelche Auras der Basement Hawks. Ja, Digga. Survive with friends, it is. Ne, jetzt mal no shit, das letzte. Also ich hab. Gut, das hätte ich vielleicht auch früher mir angucken müssen, um es fertig zu lesen, aber. Das sind wieder so Add-ons, die ich nicht verstehe. Was interessiert mich das, wenn so fucking Dingsbums, wenn ich die Aura der Killer, der Keller-Hooks sehe? Also ist natürlich cool, du weißt, wenn eine Ader aufgehangen wird, aber das weißt du ja eigentlich so oder so. Ist ja eigentlich hätte. Gibt es. Nee, ich glaube, es gibt keinen Perk, der generell verhindert, dass du Haken nicht siehst. Also es gibt natürlich Effekte oder Add-ons, mit denen du, wenn du mit der Fähigkeit hittest, dass der Survivor für eine gewisse Zeit geblindet ist, dann sieht er die Aura nicht mehr. Aber ich glaube, dass du es generell verhinderst, gibt es, glaube ich, keinen Perk. Da kann ich jetzt natürlich aber auch Scheiße labern. Deswegen. Aber mir würde jetzt auf die Schnelle keins einfallen. Aber das da muss ich euch sagen, ich bleibe bei meinen so meinen vier Standard-Perks und dann passt das. Ich glaube, bei Legion habe ich eins nicht ganz voll. Ah, schön, die neue Blood Lodge Map. Ich müsste jetzt. Lass mich nicht lügen. Eins habe ich nicht ganz voll. Was habe ich nicht ganz voll? Ja, Rune. Super. Was steht da? Ja, Rune steht da. Ah, guten Morgen, Chris. Ja, Mädels, wenn ihr es nicht schafft, den ersten Skillcheck am Generator zu treffen, ist das natürlich übelster Tilt für euch. Weißt du, dass ich ihn sehe? Guten Morgen. Jetzt sehe ich nämlich Auren. Hi. Entweder, also schlauer wär's, wenn du dich von meiner Fähigkeit treffen lässt, Kollege, das sage ich dir jetzt schon. Weil sonst gehen wir in einen normalen Chase über. Geile Tablette an der Stelle. Spielst du die? Okay, cool. Nice. Du bist es. Ich wollte gerade sagen, weil jetzt gehen wir nämlich in den normalen Chase über und da muss ich. Da hast du nämlich die schlechteren Karten, warte. Oh wow. Geil. Warte kurz. Weil hier sind zu viele. Ich muss kurz hier. Nice Wort. Okay. Nee, Kollege. Und so. Und zack. Nice. So, ja, am besten bist du hier hingekrochen. Nice, okay. Wäre jetzt cool, wenn der Typ wieder zum Generator will. Ja, Kollege, das unterschätzt du aber. Immer wenn du ihn ansetzt, verlierst du. Du kriegst den Generator nicht fertig, Bruder. Ja, das hat der. Nice, dead hatet meine Fähigkeit. Ich habe sie absichtlich beendet. Ja, die Tablette kann er eigentlich spielen. Eigentlich will ich nur den Generator schützen. Okay, warte, ja, die Tablette muss ich kaputt machen. Die ist zu gut. Aber der Bus ist natürlich auch super. Okay, nicht wenn man dumm ist. Zack.
Zack. Cool. Das lief definitiv besser, als ich dachte bis jetzt. Und der Generator regressed. So, die Tablette stand noch, aber hier irgendwo stand noch eine Tablette nicht. Die hat er umgeschmissen, ne? Ja. Die sind nicht übelst gut zu spielen hier. Auf den Dingern. Ach, das ist der Generator, der da leuchtet. What the fuck? Und da hinten sind sie. Dann gehen wir doch mal dahin. Ja, der Typ wurde befreit, das ist definitiv fein. Geh nur kurz an dem Generator. Alter, ihr könnt die Generatoren doch nicht alle immer so verkacken. Die benutze ich jetzt keine Fähigkeit für. Wen hältst du mich denn? Warum rennst du nicht? Du hast keinen Sprintburst. Ich hätte direkt schlagen müssen. Aber die Gottpalette ist down. Absolut fein für mich. Absolut okay. Die werden jetzt den einen Generator fertig machen. Das ist auch definitiv okay. Ich hatte zwei Haken. Eine ist verletzt im Chase. Im Chase, ne? Ja, wie Knopf Gamer it is. Oh Leute, sie rennt wirklich weg. Krass, sie will halt null spielen. Alter Mädel, wie weit wolltest du es machen? Ja, renn weiter. Wo willst du hin? Oh, da ist ein Fenster. Oh, da ist eine Wand. Okay, also. Keine Ahnung. Sie hätte 30 Optionen gehabt zu spielen. Und ich bin aber auch dumm gewesen. Ich habe mich absolut darauf konzentriert, dass sie jetzt irgendwas spielt. Ich dachte... So, weißt du was? Wir gehen direkt zu dem Generator hier. Oh, sie sind nicht an den Generator gerannt. Okay, never mind. Fucking... Ist absolut fein. Ach, das ist ein Rabe. Ich dachte, wer gerade wäre. Da rechts sitzt Scratch Marks. 3, 2, 1, hallo, guten Morgen. Ich muss meine Fähigkeit noch was benutzen, ne? Und er wolltet. Wow. Cool. Zack. Soldier with PTSD. Ach, der Arme. Das tut mir natürlich leid. Das wünsche ich keinem. Was ist denn das? Heißt das in Deutschen? Ich weiß, das ist die Post. Post-Traumatic Stress Disorder oder so heißt das im Englischen. Ey, sie haben meinen Ruhm kaputt gemacht. Oh, das ist cool, dann kann ich hier gegentreten. Extra Schaden. For me. Hier sind Scratch Marks gewesen. Oh, guten Morgen, David. Ja, sorry, aber wenn du da jetzt so hinrennst, ich werde euch auch nicht tunneln. Keine Sorge. Ich werde nämlich den hier machen. Pass mal auf. Hi. Wen habe ich getroffen? Ich habe den David getroffen. Ich tunnel dich nicht, ich will dir nur einen Hit geben. Ich will dir nur einen Hit geben, Kollege. Komm jetzt her. Nice. Ah, ne, das war der. An der 2? Habe ich nicht gerade eben eine Soldier with PTSD aufgehangen? What the fuck? Der hat das gut. Der hat... Warum sehe ich hier so leicht Scratch Marks? Das triggert mich gerade übelst. Warum zum Fick hat der disconnected? Habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich nicht den anderen gejagt? Ich bin jetzt verwirrt. Oh ja, guten Morgen. Aber man kann hier runter. Das ist cool. Das wusste ich nicht. Das war beim alten definitiv nicht so. Bin ich blind? Scratch Marks, guten Morgen. Schön, dass ich immer noch im Chase bin. Das war doch unser W-Knopf-Gamer hier, ne? Ja, ich hab's so verloren, oder? Das hab ich komplett weggeschmissen. Ja, den Generator da hinten, den lasse ich jetzt einfach Generator sein. Weil auf den hab ich keine Lust, der ist so weit weg. An dem wurde doch gearbeitet. Guck mal, hier, du bist es. Ja, moin, ich komm einfach mit. Wie findest du das? Der eine ist im Keller. Hier ist der Keller. Ah, ist ja komplett boosted. Okay. Ja, ich wollte gucken, ob er im Schrank ist. Das hört man normalerweise, aber er war halbwegs schlau und ist nicht in den Schrank gegangen. Alter, hier gibt es ja voll viele Fans an. Das ist dieses eine Fenster, was da immer war.
Der sind keine Tabletten mehr. Die hat dein Zwillingsbruder alle abgefrischt. Er rennt unter den Haken. Das ist für mich. Ja, komm. Ich wollte gerade sagen, mach den Wort noch. Ist okay. Ist okay. Na, ich hab's gar nicht so weit wegzugehen. Ah, der hat die Seed. Warum die Seed denn alles? Das ist doch kacke. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne dafür sorgen, dass die beiden gewinnen. Aber das dauert zu lange. Wenn ich die jetzt erst alle Generatoren machen lasse. Das dauert zu lange. Ich habe da jetzt keine Lust erstmal. Also, ich würde es ihnen ja gönnen. Gerade bei zwei DCs, Alter. Entity Summoned und Damage Generator. Ich bin's einfach. Kannst du ihn jetzt bitte holen? Ich bin noch nicht da. Ich sehe dich auch nicht. Was soll ich denn jetzt groß machen? Ah, ich habe eine Tablette. Verkauft die den jetzt eiskalt? Die geht den nicht holen. Sie geht den eiskalt nicht holen. Sie geht den legit eiskalt nicht holen und er bringt sich selber um. Also Ehrenmann, dass er sich selbst umbringt. Aber... So, guck mal, ob wir die Hedge finden. Nö. Ich finde hier gar nichts. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich höre sie aber. Bam bam! Das eine Tor ist da, das andere Tor ist da. Die ist ungefähr da, Luftlinie. Das heißt, sie wusste, dass ich zur Hedge gehe. Das kann natürlich auch sein. Sehe ich das von hier? Ich glaube, ich sehe das, wenn die da lang rennt. Kappa Kepo. Safe Call, ich sehe es nicht. Nee, doch, wenn die, nee, wenn die da ganz lang hinten lang kriecht. Kriecht vor allen Dingen. Ah, guck mal, gefunden. Du bist noch nicht so lang am Tor. Ja, wenn du jetzt nicht, du willst nicht zum Tor. Bist du in der Ecke? Geh jetzt zum Tor! Du sollst zum Tor gehen. Nice Tablette. So, das war aus Prinzip. So, jetzt wiegel bitte schnell. Danke. Das war dieser Prinzip-Down. Der Prinzip-Down muss da sein. Auch wenn zwei Leute die Seed haben und der eine sie umgebracht hat. Wobei, also selbst wenn sie ihn eingeholt hätte, ich glaube, da wäre nichts groß noch gekommen. Also nichts gegen sie, ne? Aber mit zwei DCs machst du halt einfach nichts. So, mach jetzt bitte das Tor auf, danke. Die Tablette kaputt. Kriegen nochmal da Punkte. Das ist ein schönes Tor, das sieht cool aus. Ach, vor allem die. Oh, das will ich da oben sehen. Holla, wenn ich nach oben gucke. Sieht das mein Friends hier übel cool aus. Oh, schade, ist irgendwie. Komm, jetzt lauf! Danke. Oh, ganz lustig. Schade, ich dachte eigentlich, das Rad dreht sich mit dem Tor nach da. Was? Quitterbonus, Alter. Quitterbonus plus 2500. Dann kannst du 2500, ja, Mann. 1250. Ja, nice, egal. Wir haben die EGWP. DCs. Ich weiß ja nicht, was deren Mission war. Also, die hatten ja die Add-ons mit dem Dingsbums drin. Ne, der hatte Lack drin und der hatte Lack. Ich dachte eigentlich, die beiden hatten Lack drin, aber. Ja, triggert mich sowas. Es ist schade, das ist einfach. Ich hasse DCs, Alter. Ich hasse sie. Zweite Lobby. Zweites Game. Wir probieren. Vier Leute weg zu sein. Vier. Hatte ich letztens nicht mal eine Challenge, da waren es fünf? Das ist eine gute Frage. Aber 5 wird ja keinen Sinn ergeben. Es ist immer 4 eigentlich.
Ich muss gleich unbedingt mal die Heizung anmachen. Oh, die ist mir kalt. Also auch so, jetzt beginnt ja so diese, so, also was heißt, jetzt beginnt die kalte Jahreszeit. Nö, es ist schon ein bisschen länger kalt, aber jetzt haben wir so bei mir auch regelmäßig so die 0 Grad, auch tagsüber. Ist schon räudig, du. Ist schon räudig, wenn ich ehrlich bin. Ja. Deswegen. Hin und wieder mal Heizung machen, was ist drin. So, das Problem, was ich jetzt aber immer habe, Alter, leckt mich doch am Arsch. Was habt ihr mit euren Öffnen? Zwei Chests mehr, the Hedge and the Killer Shack. Okay, das heißt, wenn der letzte tot ist, renne ich sofort zur Killerhütte. Gut zu wissen. Wenn die Map eine Killerhütte hat, stimmt. Wenn wir jetzt sowas wie Hawkins Lab oder so haben, dann gibt es ja keine Killerhütte. Wird dann automatisch der Dingsbums, der nächste Spawn-Punkt, den es gibt, in der Nähe vom Keller genommen? Das wäre mal interessant zu wissen. Oder ob es dann wirklich komplett random ist. Ich meine, da stand ja extra, if the map has a check. Oh lol, das war ein Standardname. Wir spielen nochmal Blood Lodge. Also Autohaven, aber diesmal. Ich glaube, nein, das ist immer Autohaven. So, wir gehen direkt. So, eigentlich, Plan. Habe ich keinen. Super. Plan B ist, so viel Leute wie möglich in die Dinger zu rammen. Oh, das ist die Map ohne den Bus. Guten Morgen. Hi, na du. Gehen wir in den Schrank? Nein, wir gehen nicht in den Schrank. Gute Idee. Dann wärst du direkt tot. So, wir spielen. Wir spielen das direkt so und total scheiße. Ist okay. Ich habe meine Aufgabe jetzt schon nicht gekappt. Also, ist jetzt nicht geschafft. Stimmt ja. Hallo? Stimmt, ich kann ja mehr. Sie haben mein Huhn. Das ist. Okay. Ich habe einen Down, noch keinen Generator. Sie haben aber meinen Rune. Das Rune ist etwas, was ich sagen muss, was gerade mir sehr viel hilft. Also no shit. Wo bist du hin, Alter? Bin ich blind? Ja, bin ich. Definitiv. Oh, sie ist schlau. Cool. Damit habe ich nicht gerechnet, oder? So, definitiv machen wir jetzt hier erstmal. Ja, den Hit nimmst du. Und jetzt läufst du bitte da durch, du Bizzet. Genauso möchte ich das haben. So, wir spielen jetzt die nächste. Dafür hast du zu lange gebraucht, das kriegst du nicht hin. Nice. Zack, das heißt, ich kann den nächsten, zack, instant wegschicken. Der Vorteil ist ja echt, also das Rune. Sorgt natürlich dafür. Guck mal, jetzt hätte ich da diese ganze Zeit hier schon Request gehabt, ne? Ist jetzt die Frage, ob man das wirklich braucht. Das ist ja immer so eine Sache. Allerdings muss ich halt ehrlich sagen, finde ich es immer definitiv nice to have. Es bringt einem nur Vorteile. Also natürlich gibt es natürlich, wenn du das Rune nicht mitnimmst, sondern dafür andere Perks, gibt es natürlich andere Vorteile, ne? So ist es nicht. Eieiei, da habe ich gewifft. Ja, du hast auch gar keine Lust auf Tabletten, kann das sein? Ja, aber das tut mir jetzt leid, ich gehe nicht für dich, ich lasse dich liegen. Weil ich dich gerade eben hatte. Das tut mir jetzt leid, dass du direkt nochmal einen abbekommen hast. Aber das ist halt Zeit für mich, ich hänge sie auf extra nicht auf. So, zack, aber dich hänge ich auf, wenn du so schlecht spielst. So, zack. Also rein theoretisch wäre das jetzt für mich GG. Wenn ich direkt jetzt zu der gehe, die ich eben... Also die... Zu dem Orange Juice und nicht zu Orange Juice. Das wäre für mich 10 von 10. Nee, ich lasse dich liegen. Ich möchte nicht tunneln. Ich hoffe, die checken das und holen sie. Ich lasse sie jetzt da, wie gesagt, absichtlich liegen. Das ist jetzt nicht, weil ich toxisch sein möchte, sondern weil ich halt einfach nicht möchte, dass sie jetzt direkt schon zum zweiten Mal hängt, ohne dass sie überhaupt... Oi, oi, oi. Aber ich habe Unrattling, Baby. Ja, schrei ruhig. Ja, du läufst halt überall rum, wo alles ist, aber nichts Usefules. 3, 2, 1, zack. Und keiner hilft denen, der andere Random hilft denen nicht. Ja, Entity Summon. Nice, die eine ist jetzt schon fast dead on hook. Das tut mir natürlich leid für die. So, der eine geht jetzt bitte einfach, der muss dahin. Zwei Leute. Aufgabe für zwei Leute hat er.
Danke. Ah, an dem Gen wurde gearbeitet. Nice. Das heißt, ich kann da nochmal gegentreten. Haben die keine Lust auf die Queen Esther? Danke. Es tut mir jetzt natürlich leid, dass die so lange. Also, dass die. Dass der eine random. Ich warte jetzt erstmal ein bisschen. Stell mich ein bisschen hier hin. Also, die haben ihn jetzt geholt. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt heilen werden. Also sich gegenseitig heilen werden. Okay, die eine hat sich geheilt. Das ist sehr gut. Gut, dann gehen wir doch wieder los. Ich wollte jetzt eigentlich mal so ein bisschen wirklich den jetzt Chance lassen, sich wieder zu puzzeln, weil, wie gesagt, das, also die eine hat da ein bisschen geintet. Ach, mir jetzt, nein, heilt euch doch nicht vor mir. Nee, also weißt du, sowas ist dann. Ach Gottchen. Sowas ist so. Ja, guten Morgen. So, warte mal, hier mal das da. Ich habe das Gefühl. Ja, du hast hellblau an. Das ist halt definitiv unpraktisch, Kollege. Was du das, der so lange hing? Nein, die Queen Esther hing so lange. Ach, ich will eigentlich, dass sie in mein Ding rennen. Schade. So, zack. Ja, fängst du? Bitte, du hängst da, du hängst erst das zweite Mal. Also erstes relativ, denke ich, schon zum zweiten Mal. Aber we don't talk about that. Ich hoffe natürlich, dass die jetzt hier so ein bisschen durch die Killer-Check rennen. Das wäre natürlich super. Das wäre natürlich super. Ja, jetzt sehe ich dich, Kollege. Guten Morgen. Ja, jetzt ist deine Schonzeit vorbei. Warte, kommst du wieder hier raus? Oh ne, er hat einfach nicht geguckt. Okay, du guckst einfach nicht. Cool. Nice, Tablette. Cool. Spielst du die Tablette? Du willst das hier spielen? Nicht blind, ja, ne? Scratchmarks sind ja immer noch nicht meins. Wo zum Fick ist... Der ist doch in die Ecke gelaufen. Ah, da bist du. Hi. Oh Leute, er nimmt das Fenster. Schade, ich dachte, das Fenster war auf der anderen Seite. Das war natürlich my bad. Ja, okay, das war... Kollege, das war jetzt schwach. Also, ich habe es auch schlecht gespielt, aber das war schwach. So, die machen dann hinten jetzt noch einen Gen. Das Problem ist, dass ich halt immer auf der anderen Seite der Map bin, ne? Also, no shit. Hier waren Scratchmarks. Hier ist irgendwer. Ich weiß aber nicht, wo. Also, mit den drei Gens kannst du eigentlich super arbeiten. So, jetzt ist die Frage. Die Hedge ist jetzt schon da. Hat wer von denen einen Schlüssel? Die Hedge ist ja, oder? Die Hedge müsste doch hier spawnen. Keine Ahnung. Wir gehen die hellblaue hier suchen. Die habe ich nämlich gesehen. 30 Kilometer Entfernung. Hörst du da durch? Ja, du bist es. Du, danke, Schatz. Du bist es. Hab dich lieb. So, 3, 2... Ah, ne, warte. Ich weiß gar nicht, ob das zählt. Ich weiß gar nicht, ob das zählt, wenn ich die damit töte. Ob... zack! Bam! Schwert in den Nacken. So. Ob ich die dann, wenn ich die damit töte, ob das, fürs Dingsbums zählt. Guck mal, die Dingsbums, die Luke ist nicht hier. Ist die dann in der Nähe von der... Ich habe keine Ahnung, wie dieses Aufwärmen funktioniert. Ich habe generell keine Ahnung, wie Aufwärmen funktionieren. So, ihr seid an dem hier. Guten Morgen. Lass mich schlagen. Ach, das Wort erhöht die Zeit. Ist dann noch mehr dran? Nein? Okay. Aber ich nehme die Zeit und tritt dagegen. Das ist jetzt im Moment wichtiger. Ist die Frage da? Bist du noch da gerade nach da hinten gelaufen? Ja, guten Morgen. Hi. Du willst ja nicht durchlaufen, ne? Partout nicht. Ich jag dich jetzt so lange, bis du da durchläufst. Ja.
Arschgeige. Will mir das nicht gönnen. Zack. Doch, die haben den Gen fertig. Ist okay. Zack. Du bist nämlich auch dead on hook. Da ist direkt die nächste. Moin. Na du, öfter hier. Anscheinend nicht. Okay. Ich dachte, sie rennt zur Tablette und dachte, ich krieg sie da. Ja, wo willst du hin? Weißt du selber nicht. Okay, dann tschüss. Na du. Schade. Ich finde das irgendwie voll schwer, wenn ich so nämlich so probiere, so zu spielen, dass ich die auf jeden Fall markiert kriege, verkacke ich so oft, Alter. Zack. Und zack. Oh, du bist auch dead on hook. Das heißt, wir können die Hedge suchen. Feuertrittchen, okay. Ausprobieren. Ja, ne? Gehen wir jetzt davon aus, dass die Hedge an der Killer Shack spawnt? Ja, ne? Na, ist er auch rechts daneben, ne? Ah, perfekt. Ja, das ist immer schön, wenn ihr Offerings mit habt und keiner weiß. Warst du gerade da drin? Ah, nee, das war der blaue Kasten. Weil das ist, die letzte ist die blaue, ne? Nee, nicht die blaue. Aber definitiv irgendwie Lori. Nee, nicht Lori. Heißt sie Lori? Sie hat einen Schlüssel. Einer hat einen Schlüssel. Ist okay. Definitiv okay. GG. WP. So. Ja, wie viel fehlt mir? Ah, moin, ich habe eine nur weggesendet. Ja, moin! Scheiße, Mann! Alter, lol! Ja, die mit dem Schlüssel hat auch das Add-on mit den Dingsbums. Schade, dass genau die überlebt. Krass! Krass, hätte ich nicht gedacht, dass die noch die Schlüssel hat. Aber die Schlüssel habe ich auch gar nicht gesehen. Habe ich überhaupt auf den Schlüssel geachtet? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir spielen noch eine Runde. Ohne Witz, ich will diese scheiß Mission fertig machen. So, dritte Lobby. Meine Fresse. Und ich sehe schon die Taschenlampe. Ich sehe schon einen Jackpark, der eventuell wird. Oh, zwei Taschenlampen. Zwei Taschenlampen. Eventuell Taschenlampen City. Wäre jetzt echt lachig, wenn die anderen beiden auch noch Taschenlampen einpacken. Ich muss aber sagen, ich spiele ja ungerne mit Add-ons beziehungsweise mit Items. Also als Killer, dementsprechend mit Add-ons, als Survivor, dementsprechend mit Items. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist nice, keine Frage. Also, ne, sie machen einen stärker, dafür sind sie ja da. Wieder Offerings, Alter, schon wieder Offerings. Alter. Oh, ein Escape Cake, als ob der hier rauskommt. Ganz einfach, dass du hast, in dem Spiel hast du dann einen Vorteil. Und das ist ein Bonus, den du kriegst, und diesen Bonus, den hast du aber nicht immer. Und ich finde es dann, oder ich mag das nicht, dann ein Spiel zu lernen oder ein Spiel zu gewinnen mit dem Hintergedanken, ich hatte jetzt einen Bonus, den ich im nächsten Game nicht haben werde. Und da gibt es dann, also wenn du dir während der Runde ein Item suchst, dann ist das was anderes, aber von Anfang an ein Item mitnimmst und dann gerade wenn du so lila ist, Alter, und du dann die Gens durchklopfst und denkst dir, Alter, ich bin voll gut, wir sind übel schnell rausgekommen, und dann im nächsten Game hast du dieses Item aber nicht mehr. Entweder, weil du es wirklich verloren hast, der Killer, oder du stirbst, oder aber trotzdem sind drei rausgekommen, und du denkst dir, na, nice, dann ist das ja eine gute Quote, wenn so viele rauskommen. Und ihr habt es einfach nicht mehr. Und auf einmal stehst du dann doof da. Und, also ich weiß, das ist jetzt eindeutig die seltensten Fälle, und wie gesagt, ich kenne kaum einen, der jede Runde Dingsbums, das gleiche Item mit den gleichen, oder die gleichen Add-ons auf dem Killer mitnimmt, weil dafür brauchst du hart viele Bloodpoints. Aber es ist halt trotzdem etwas, wo ich sagen muss, ist einfach nicht meins. Ist also, ich finde es eine schöne Idee, die Items. Und manchmal, klar, wenn wir jetzt zu viel zocken und sagen, ey, dann lass mal alle Flashlights mitnehmen. Natürlich machen wir das dann. Aber ob wir dadurch wirklich gut sind. Und wir kriegen die Vorschule 5. Ach, schön. Ich liebe es. Nur überarbeitete Maps. Das klingt jetzt irgendwie ironisch, glaube ich. Nein, ich liebe es wirklich. Object of Obsession, das ist ja super interessant. Jetzt mal no shit, das finde ich wirklich interessant. So, links von mir wurde aber gearbeitet am Gen, deswegen, ich wollte nur da nur die Tablette markieren. So, okay.
Du rennst einfach nur so. Object of Obsession. Auch ein Perk, den ich ewig nicht hatte. Ja, das Haus ist für dich im Moment aber gar nicht so cool, Bruder. Einfach, wo ist die Tablette? Ah, du nimmst die Tablette nicht. Ja, genau deswegen ist das Haus nicht mehr cool für dich. Einfach, weil ich das Haus jetzt beherrsche. Das Haus ist übelst gut zum Spielen. Also legit, ich kann damit spielen als Survivor. Das will schon was heißen. Ich bin jetzt echt kein guter Survivor. Ich bin Survivor, würde ich sagen, ich bin ziemlicher Durchschnitt. Wenn nicht sogar noch ein bisschen unter dem Durchschnitt. Und das Haus konnte selbst ich spielen. Also mit dem Haus, wenn du da rausrennst und die Dinger machst, den Gen da unten lasse ich gerne machen. Aus einem ganz einfachen Grund, ich verliere zu viel Zeit, wenn ich immer runter in den Keller muss. Das ist halt Zeit, die ich nicht habe, beziehungsweise mich erlauben kann. Ich kann aber mal hier oben hören. Auch keiner. Das heißt, die sind sehr wahrscheinlich unten. Wir haben ja irgendwo noch eine... Da unten ist auch noch einer. Also, da, aber das Haus ist seit dem Add-on, sage ich schon. Seit dem Rework ist es... Ich muss jetzt irgendwie geschickt laufen. Ich lauf mal so. Und dann so. Du bist es also, Lori. Object of Obsession. Na, dann wollen wir mal sehen, wie du dich schlägst hier, Kollege. Oh lol, ich treffe die Tür nicht. Ich bin aber doof. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist, was du spielen willst, / kannst. Ja, alles klar, Chef. Hauptstück. Ah, verarscht, ich heb sie nicht auf. Ja, Flashlight Boy. Den Hit nimmst du aber. Geschmeidig, bitte. Oh Gott, da habe ich einfach nur verzogen. Warte, zack, so und zack. Oh, was? Ah, nice, er ist markiert. So und. Alter, ich treffe einfach nicht. Ich bin aber schlecht. Entschuldigung, Lori, dass ich dich so liegen lasse. Nee, jetzt aber. Meine Fresse. Eieiei. Entschuldigung, Lori. Aber der Typ mit der Flashlight wollte ich loswerden. Entschuldigung, dass du da jetzt so lange lagst. Das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich habe hier gerade dreimal gewifft, ey. Holy shit. Und das sind nochmal Scratch Marks. Das ist super Kiste. Oh, der ist hinter mir. Jetzt ist er hinter mir links ungefähr. Das heißt, er ist hier. Wenn ich so noch weiter hier. Ah, wo bist du? Zeig dich. Ich hab dich gesehen. Oder bist du, hast du Schwanz angezogen und bist weggelaufen. Also wahrscheinlich, ne? Ja, ich verpiss mich sofort. Entschuldigung, möchte dich nicht campen. Ah, da ist er hin. Wo bist du denn geblieben, Alter? Ah, die Tür muss ich eintreten, Kollege. So, wir rennen jetzt einfach mal durch. Oh lol, er spielt sie nicht. Okay, mit dem Ducken hat er mich gerade gefickt. Holy shit. Eieiei. Alter, was ist denn hier jetzt los? Sag mal, kann ich jetzt immer... Alter. What the fuck? Ja, Scratch Marks. Der Hit war allerdings dann wiederum hart nice. Also, no shit. Den hätte ich nicht treffen. Also, treffen dürfen, treffen sollen, was weiß ich. Wollt ihr die Lori nicht ab... Danke. Tag der faulen Leute, ey. Keiner will abhaken. So, hier ist nichts. Ach, ich habe eh noch... Mein Rune ist noch aktiv. Ich habe schon wieder mich so auf dem Film, dass ich jetzt treten muss. Ja, Object of Obsession. Ist ein Perk, mit dem ich nicht gerne spiele. Weder gegen mich, noch für mich. Oh nice, irgendwer wurde markiert, das ist natürlich super. Doch, kannst du nicht einfach mal durch diese Scheißdinger laufen? Ja, lauf durch das Ding! Ah, da hätte ich schneller schlagen müssen. Die Tablette kann man leider relativ gut spielen. Finde ich zumindest. Ja, er weiß, dass er das kann. Er weiß es sehr gut, dass es kann. Aber... So nicht, mein Freund. So nicht. So nicht, verpiss dich. So, zack. Nice. Irgendwer kriegt da was nicht geschissen. Was ist denn da hinten? Da ist nichts. Die wollten sich heilen und kriegen es nicht hin oder so, ne? Uff, hier hinten ist ja Dead End of the Dead End. Hier ist richtig Party angesagt. Ja, warte, wir nehmen nicht den Verletzten. Das ist unfair. Wie ich nehme Object of Obsession. Weißt du, wenn du Object of Obsession bist, dann willst du auch Beef. Und den kriegen wir so jetzt. Nee, ich fange jetzt Beef mit dir an. So, wir rennen jetzt einfach hier durch die. Die kriegt jetzt aufs Maul. Kapakeko.
Fast Vault. Ja, wir nehmen einfach die Tür. Oh, die Killerhütte. Die Killerhütte. Spielen wir sie. Den hätte ich nach links ziehen müssen. Das war's. Aber jetzt Lachkick gewesen, ist erwischt, glaube ich aber nicht. Ja, das ist nämlich das Geile. Nice, du bist markiert. Object of Obsession, ich liebe dich. Plus, minus. Da. Wiss! Oh, schade, ich dachte, ich krieg's noch. Da wusste ich jetzt selbst nicht, ob das eine Sackgasse ist oder nicht. Ich liebe Scratch Marks, habe ich das schon mal gesagt? Ja, du schmeißt hier gerne alles rum, das ist okay. Ja, hier hinten ist halt null, ne? Alter, das eine, das Dead hat von der hat mich mega verwundert. So, komm her, zack, hau rein. Also, dass deine Kollegen in der Zeit aber auch keinen Generator geschafft haben, ne? Warum ist die Tablette unten? Habe ich mit der Tablette gespielt? Nein. Mit der Tablette habe ich gar nichts gemacht, ne? Ach, sagt doch bitte nicht, ihr wollt euch hier wieder heilen. Was ist denn hier immer für eine Gruppenparty, Alter? Bist du der Markierte? Ich weiß es nicht. Ich kann mir den Namen schlecht merken. Nein, du bist leider nicht markiert. Schade. Ach, du warst der, der runtergerannt ist, ne? War das nochmal? Nein, okay, diesmal. Ach, schade. Wäre es das gewesen, hätte ich ihn abgefangen. Nein, ich höre ihn doch. Ich habe verloren. Ich sag, wie es ist. Ich habe ihn verloren. Ich habe ihn legit einfach verloren. Ich habe eiskalt verloren. Object of Obsession rennt da hinten fröhlich rum. Wer kommt mir da entgegen? Die Builds. Der eine ist links. Das weiß ich. Ziehe einfach mal allein durch, weil du willst die. Hast du nicht? Nein, du bist ein anderer. Komplett verwirrend hier. Ja, renn zur Tablette. Renn zur Tablette. Renn. Ach, leck mich doch am Arsch. Gib halt einfach auf. Das ist auch ein guter Deal. Geile Flashlight, Kollege. Du weißt schon, dass du mir zumindest von vorne ins Gesicht leuchten musst. Na, guck mal, ich hab den gefunden. Wie auch immer ich ihn jetzt gefunden habe. Bist du reingerannt? Nein. Da war der eben also. Ah, guck mal. Der ist tot. Ah, ist jetzt natürlich eine belastende Kiste. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie sieht es mit dir aus? Hallo? Du bist... Ah, und meine liebe Dame, meine liebe Lori ist wieder da. Nimm nicht Object of Obsession mit, wenn du es nicht kannst. Wir faken an. Oh, ist jetzt gecheckt. Nee, warte, das ist ja... Doch, du bist da rumgerannt. Er hat sich umgebracht. Na super, bitte lauf durch die Killerhütte. Da, 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 da. Na, oh, die Spuren sind gerade weggegangen. Geiler Vault. Ja, cooles Ding. Die Spuren sind gerade weggegangen. Fand ich frech. Ich glaube, ich habe aber drei Leute weggeschickt. Ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann ist auch hier wirklich gut. Ist hier der Keller? Nein. Der Keller ist nicht hier. Und du bist tot. Hopp. Ja, Object of Obsession ist so... Natürlich habe ich jetzt natürlich auch einen Kicker auf die gehabt. Aber wenn du Object of Obsession mit hast, dann musst du so... Was double-time ich denn jetzt? Wenn du Object of Obsession mit hast, dann... musst du oder solltest du definitiv mit dem Killer rumrennen können. Und ich kann es zum Beispiel nicht. David kann das. Na, jetzt halt kein lustiger zu suchen. Nicht auf dem Map. Ich habe vorher irgendwie das Gefühl hier im Dead End. Aber. Also guckt euch das mal an. Hier ist so viel, also so groß und hier ist nichts. Also so wirklich gar nichts. Da war eben noch eine Tablette, wollte ich gerade sagen. Ich gönne sie ihm auch, wenn ich eventuell wirklich, ich bin mir immer noch unsicher, was die Anzahl der markierten, also weggeschickten Ziele angeht, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch vollkommen okay. Ich
Kann man sagen, stehst du auf der Hedge? Nein, du hast die Hedge nicht gefunden. Oder er macht die Taktik, er wartet bei einem Ausgangstor. Ich glaube, das würde ich halt machen. Also ich bin ehrlich, ich würde, da der Killer auch für die Hedge geht, würde ich mich einfach in die Nähe von einem Ausgangstor stellen. Und da halt drauf warten, dass der Killer die Hedge zu machen will. Der Killer wird die Hedge zu machen, definitiv. Zu 95% wird der Killer die Hedge zu machen. Ist ja niemand. Ist der... Der AFK ist er ja nicht, dann hätte er einen Raben, ne? Aber die sind aber gut weit auseinander. Tore. Wobei, wäre der Nebel nicht so dicht, könnte ich bestimmt gut was sehen. Wobei ich sehe, dass die Lampe der Tore sehe ich, glaube ich, von weiter weg, weil die ist ja rot. Die ist ja rot, ne? Ne? Ja, ich sag mal so, langsam. Ah, guten Morgen. Ja, er kommt doch sogar raus, ne? Der kriegt das auf, bevor ich da bin. Ist okay, dann machen wir die Tablette kaputt. Bumm, bumm. Und hoffen einfach, dass wir drei Leute weggeschickt haben. Ich weiß gar nicht, habe ich drei Leute weggeschickt? Ich hoffe es einfach. Ich glaube aber ja. Ja, habe ich. Ha, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. GGWP. So, ich bin mal gespannt, ob irgendwas kommt. Von der Lori. Nice. Ja, hier, wo ist es? Object of Obsession. Na, 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 na. Increase your chance of being the killer's obsession. Also das Problem ist halt, ich sehe sie, ne? Und natürlich nutzt du das aus. Also es gibt eigentlich keine Option, die, ne? If you are looking at the killer's section, your link will reveal your aura to each other. This effect applies only if you are outside the killer's terror radius. Na gut, also sonst wäre ja wirklich viel zu gemein. Aber das ist halt... Ich sehe sie über die Map und weiß, wo sie ist. Das hat die halt, also die definitiv getötet, weil sie nicht, in Anführungszeichen, gut genug war, um mit mir weg rumzurennen oder was auch immer, ne? Gut, sie hatte Decisive Strike, vielleicht wollte sie provozieren, dass ich sie dann auch wirklich tunnel und dann mit Adrenaline am Ende, also Decisive und Adrenaline am Ende dann abhauen. Aber das ist halt schwer bei ungefähr, ich glaube, einem Gen wurde gemacht. Aber egal, das soll es gewesen sein. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein.